So, dann würde ich mal verschlagen, genau, vorschlagen. Wir versuchen uns einfach mal eben an einer Helden 2 Mission. Oh. Wo kommt der denn plötzlich her? Hat auch keiner bemerkt, dass der hier auf einmal reingelaufen ist. Nee, nee. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Was soll denn das für ein Scheiß, ey? Krieg schon einen Föhn. Warte kurz. Hui! Oh, und da ist er weg. Easy. Easy peasy. Das ist doch für Kaisen. Wie erreiche ich denn das eigentlich? Ah. Da. 38 Einfluss habe ich gewonnen. Okay. Präzisions- und Angriffswert, aber Präzisions- und Angriffskraft bräuchte er. Wobei, wenn ich ihn als Tank oder auch als Medic, ist er eigentlich jetzt wurscht. Wäre das schon ganz geil, wenn das so wäre. Ja. So. Ach, hier habe ich auch noch irgendwas. Genau, Massen, irgendwas. Und hier auch die ganzen. Ich weiß gar nicht, wofür ich das alles brauche. Hat so viele tolle Fähigkeiten. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die einsetzen soll. So, okay. Dann fahren wir hier einmal rum. Dann gehen hier hin. Was ist hier? Hier ist nämlich auch noch eine Mutation, irgendwas. Aber ich will jetzt erstmal versuchen, das zu machen. Rakul, Sorgen und gefallene Ritter. Das sind direkt zwei Stück, die wir hier bekommen können. Ach, das ist ein neues Gebiet. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Jetzt muss ich auch noch außen rumfahren. Fliegen. Fahren, fliegen. Aber ist egal, ich will das mal versuchen, ob wir das hinkriegen oder nicht, weil es hat ja bisher immer ganz gut geklappt mit Kaisen und mir. Er hat das alles auf sich gezogen und hat sie auch getötet und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Aber habe natürlich den Ruhm geerntet. So wie es sich natürlich letztlich auch gehört. Kommen wir zurück. Sehr gut. Ach, wir sind aber immer noch im Kampfmodus, das ist blöd. Machen wir mal kurz den hier, sind wir auch nicht mehr im Kampfmodus. So, dürfte... Oh. Das weg, das holen und ab dafür! Die Kreuzung, der Fall der Heuschrecken. Plötzlich sind hier drei Sachen. Okay, das hat sich also dazu entschlossen, woanders hinzuwandern. Die eine Mission, nein, ich weiß, die war vorher auch da. Aber trotzdem. Du siehst mich nicht. Boah, hat mich echt nicht gesehen. Ist ja ein bisschen dumm, das Tier. Wie irgendwas Dings. So, hier kommen wir auch eins weiter. Hier ist das, 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 das. Moment, what? Wait, what? Aha, okay. Was ist das? Helden 2 Rakul. Hier haben wir was für die gefallenen Ritter und hier ist Mutationen. Okay, dann würde ich mal sagen, da fliegen wir nämlich jetzt hin zu den Rakul-Sorgen. Wie gesagt, einfach mal probieren, auch wenn es hart wird. Das ist, wäre gar nicht so schlimm. Mir geht es halt nur darum, ob das funktionieren würde oder nicht. Weil wenn, dann wäre es natürlich ziemlich geil. Und wenn nicht, naja gut, dann wäre es ja ziemlich blöd. Aber dann ist das so. Weil eigentlich ist es nicht mal ziemlich blöd, dann ist es halt ziemlich normal. Aber vielleicht sind wir so OP, dass wir das schaffen. Who knows it? Komm, entdeck das Gebiet. Los, geht doch. Kann ich da einfach so hier hin? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, scheiße. Ja, viele Rakule. Ah. Ja, aber ist ja egal. Die können nicht schießen, deswegen können die mich ja auch schlecht runterholen.
Von daher ist mir das doch wurscht. So. Kann im Kampf nicht vertreten werden. Ist schon tot? What the fuck? Sind aber schwach. Also die halten nicht so viel aus, die machen schon Schaden. Habe ich das Gefühl, aber wie gesagt, naja. Stark sind sie nicht unbedingt. Okay, na, das wird jetzt lustig. Was muss ich denn hier machen? Oh, hi. Genau. Geht mal lieber zu dem. Finde ich das eine super Idee. Nein, nein, geh. Nein, 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 geh weg. Fuck. Okay, das. Oh shit. Okay, 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 okay. Ich hab. Ja, ich sehe es ein. Ich bin tot. Okay, das klappt nicht ganz so, wie ich das gerne gehabt hätte. Warum habe ich schon wieder medizinische Sonden dabei? Naja. Klappt nicht ganz so, wie ich es gewollt habe. Weil eigentlich sollten die sich alle auf Kreisen konzentrieren, aber irgendwie wollten die das nicht. Ach so, ja, wir sind noch unsichtbar wegen Dings. Oh, ich sollte mich vielleicht mal heilen in der Zeit. Na gut, jetzt ist es zu spät. Los, Kreisen! Attacke! Genau, du darfst da auch sehr, sehr gerne hin. Ich kann. Nee, den kann ich leider gerade auch gar nicht rausnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt mal. Oh, nein, nein! Warum kommst du zu mir? Geh weg! Warte, geh weg! Hier. Schwebe. Lass mich in Ruhe. Du machst mir ein bisschen zu viel Schaden, du Hure. Lass mich in Ruhe. Kaisen, los, greif ihn an. Greif es an, los. Attacke. Es ist böse, es hat mich. Es will mich töten. Nein, so klappt das doch ganz gut, ohne Spaß. Warum geht das nicht die ganze Zeit so? Kaisen kriegt so gut wie keinen Schaden als Tank. Ich meine, als Ziel könnte man das natürlich auch mal probieren. Ich glaube, man kann das immer switchen, wenn ich der nicht falsch liege. Wäre natürlich eine Option. Können wir das echt switchen? Jederzeit? Aber wie geht das? Moment, ich muss noch mal gucken, wie das funktioniert. Ich hab's verdammt. Kann ich seine Rolle switchen? Ach hier, Rollenauswahl. Was ist, wenn ich sage heilen? Achso. Ist aber auch neu, ne? Wobei ich sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, dass dadurch natürlich die alten Rollen halt, ja, die sind ja dann irrelevant, ne? Schade. Und ich muss jetzt sagen, okay, er heilt mich zwar jetzt, aber ich weiß nicht, ob das besser ist, als wenn er ein Tank ist. Naja, ich glaube, das ist. Ah, wobei. Naja, ich vertraue ihm jetzt einfach mal eben. Mal gucken, was er heilen kann. Ich glaube, er heilt mich sehr viel. Alter, ohne Witz, ne? Vor allem, ne, der heilt nicht viel. Also, weil irgendeiner meinte zu mir, ja, mach den mal als Heal. Das ist besser. Ich finde das nicht besser, ehrlich gesagt. Ich finde das scheiße. Also, er kann mich zwar heilen, ja, das ist super. Das kann man bestimmt mal machen im Kampf, wenn man nur gegen einen kämpfen muss oder so. Ist das bestimmt eine tolle Sache. Aber ich finde, als Tank bringt er mir um einiges mehr. Wenn er die Aggro auf sich zieht von allen Gegnern, ist das besser. Weiß nicht. Die greifen ja ihn an und er kriegt so gut wie gar keinen Schaden. Er kriegt keinen Schaden. Ich stehe dann irgendwo weit weg. Und alles ist gut. Er muss halt nur die Aggro von den Leuten ziehen. Deswegen werde ich ihn mal eben wieder als Tank machen. Weil, finde ich besser. So, Rollenauswahl, Tank. Persönliche Bedrohung, verspottet das Ziel und zwingt es, bla bla bla. Wenn man sie zuschlägt, es verursacht Tech-Schaden. Okay, verspottet einfach. Ja, er soll halt alle verspotten und was weiß ich nicht noch alles. Einfach nur.
Damit die nicht mehr nerven. Aber was mich echt ein bisschen nervt ist, das ist so eine Behindu-Reichweite, genau. Ey, greif doch nicht mich an. Guck mal, alle auf Kreisen. Jetzt kommen die zu mir. Leck mich am Arsch. What? Ja, nee, jetzt gerade nicht. Gerade doof jetzt. Okay, jetzt greifen die mich alle an. Willst du mich verarschen? Warum greifen die nicht Kreisen an? Ja, genau. Geh zu Kreisen. Geh zu... Boah, die sind doch echt zu dumm zum Kacken, ey. Ohne Spaß. Oh, fuck. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Woran bin ich denn? Okay, das funktioniert nicht, alles klar. Das funktioniert nicht. Dann kann ich mich auch hier wieder beleben, weil funktionieren tut's nicht. Da muss ich halt mal ein bisschen warten. Ist klar, ist noch zu schwer. Machen wir das erstmal wieder weg. Ah, wir sind ja Nebenmission. Na, dann wollen wir mal gucken, wer da was von mir will. Hättet ihr gerne die Gelegenheit, an einem der großen Geheimnisse der Vergangenheit der Republik teilzuhaben? Wir haben unwiderlegbare Beweise, dass Revan hier Rast gemacht hat, kurz nachdem er von den Sith wieder zur Republik zurückgekehrt ist. Es gibt viele Geschichten darüber, wie Revan Bastila Shan rettete und den Lauf der Galaxis veränderte, aber auch andere Leben wurden berührt. Kommen wir zur Sache. Ich bin Hacken Birch. Historiker von der Galaktischen Bibliothek auf Coruscant. Ich leite eines der wichtigsten Forschungsprojekte unserer Zeit. Vor 300 Jahren lebten die Verstoßenen von Taris tief unter der Stadt, wo die Rakul-Seuche ihren Ursprung fand. Laut seinen Tagebüchern brachte Revan ihnen ein Heilmittel für die Seuche und führte sie in eine sichere Kolonie, die das Gelobte Land genannt wurde. Doch wir wissen nicht, ob sie überlebt haben. Bittet ihr mich gerade, nach einer verlorenen Kolonie von vor 300 Jahren zu suchen? Oder nach Hinweisen, was aus ihr geworden ist. Mein Assistent koordiniert eine Ausgrabung. Bringt ihm alles, was ihr findet. Vielleicht haben diese Gelobten Aufzeichnungen hinterlassen. Irgendetwas, das uns Informationen über die damalige Zeit liefert. Okay. Finde den ersten Steinhügel. Den ersten, den es jemals gab. Oh, du musst noch ein bisschen warten. Lass mal gucken, was du hier... Ja, wie? Bin ich nah genug dran? Bin doch da. Fremdlingsbeziehungen. Vor kurzem habt ihr uns bei einem Streit über Eigentumsansprüche unterstützt. Das ging ein paar Jahrhunderte zurück, als das Verhältnis zwischen Menschen und Fremdlingen auf Taris hässlich war, um es vorsichtig auszudrücken. Ich wollte euch darüber informieren, was seitdem geschehen ist. Es hat sich herumgesprochen, dass ihr die Fremdlinge vorgezogen habt und wütende Nachrichten trafen aus der ganzen Republik ein. Aber neulich war ein Reporter hier und die Leute fingen an, auf der Straße darüber zu diskutieren. Kein Schubsen und Brüllen, sondern echte Unterhaltungen. Ich bin nur ein Fußsoldat. Ich habe keine Ahnung, ob das hier mit einer offiziellen Entschuldigung seitens der Regierung und Entschädigungsangeboten endet oder sich einfach im Sand verläuft. Aber es ist nun ans Licht gekommen und das muss eine gute Sache sein. Ja, ich habe gerne geholfen. Wie immer. Da, was willst du? Gesundheit. Entschuldigt, es liegt an der Luft. Die Sporen, glaube ich. Ich heiße Wintag. Ich arbeite an der Tarisianischen Archivdatenbank der Republik. Wir nennen sie Reptat. Es ist mein Auftrag, die alte Stadt selbst zu erkunden. Aber ich habe so meine Probleme mit dem Atmosphärenwechsel. Ich vermute, ihr habt wohl keine Zeit für eine kleine Erkundung der Ruinen? Wir werden gut bezahlt. Eure Mühe soll sich also lohnen. Sagt mir einfach, was ich tun kann. Danke, Jedi. Ich spreche vom Archiv der alten tarisianischen Regierung, in dem alles Wissen und die Kultur für den Fall einer Katastrophe gespeichert ist. Ich arbeite schon seit Jahren daran und glaube, dass ich endlich die Position des Archivs bestimmen konnte. Sagt mir einfach, wohin ich muss und ich hole es euch. Ich, den Aufzeichnungen zufolge müsste es sich um mehr als nur eine einfache Datei handeln. Ich habe bereits versucht, mich dem Ort zu nähern, aber dort wimmelt es nur so von Rakgulen. Ich komme nicht ran. Wenn ihr an ihnen vorbeikommt, könnt ihr meine Assistentin zur Bergung rufen.
Sie ist nicht ganz so anfällig wie ich. Alles klar. Wieder so viele Quests. Hier müssen wir rein. Okay. Können wir erstmal das Ding noch entdecken? Haben wir das schon entdeckt oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Erinnerung. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen.